Stimmt wirklich. Da gebe ich mir mal Mühe. Viel Spaß, Cori. Danke für dein Glück. So. Kurz einrenken hier. Okay. Vicky, wir können jetzt Waffeln machen. So richtig geile, fettige Waffeln. Mit diesem Waffeleisen. Das ist Wahnsinn. So, kannst du, was brauchst du denn? Gar nichts. Ihr geht's ja richtig gut. Das ist ja gruselig. Kannst du Valentina mal. Warte, nee, Valentina braucht ein richtiges Bettchen auch. Wir müssen mal schauen, dass wir für Valentina so ein richtig schönes Bettchen auch hier hinstellen. I mean, ich weiß, sie braucht auch das Ding hier. Das können wir ja da stehen lassen. Aber Valentina bekommt so ein richtiges Säuglingsbett auch. So, dann machen wir das jetzt mal richtig hier. Da ist ein Gitterbettchen und hier haben wir Gitterbettchen. Wir nehmen mal davon eins. Hallo? Sag mal, wieso darf ich denn keine Sachen abstellen? Was ist denn mit diesem Baumodus? Ich muss die ganz schnell kaufen, damit ich die abstellen kann. Habt ihr das auch oder ist das wieder mit einer Mod irgendwie? Das ist ja wild. Ich möchte auch Waffeln. Ich möchte auch Waffeln. Ich kann keine Wappeln. Ich kann keine Wappeln. Ich kann gar nichts. Klingt so, als hättest du nach 100 Babys gelernt, richtig mit Babys umzugehen. Nö. Oh, wir brauchen doch die Babybetten nicht mehr. Geil. Weg damit. Endlich könnten die Kinder hier mal was zu spielen bekommen, aber nö. Aber keine Zeit für. Kriegt Valentina dann später, ne? Geht's denen gut? Warum? Machen die anderen das auch? Nein. Okay. Okay. Feto hat das auch gemacht? Oh. Okay. This is the worst. Kannst du sie mal bitte dahin tragen? Obwohl, Quatsch, muss sie ja gar nicht. Du sollst das hier erstmal verbessern. Ja. Mach mal Vogelmobileder dran. Hallo, Lin. Na? Bei dir alles gut? Mach den Hampelmann in Flash-Version. Sims ist bugfrei. Guck mal, Paddy geht auch durch eine zue Tür. Er kann einfach alles. So, du sollst essen, ne? Essen und danach brabbeln. Kind. Brabbeln, brabbeln, brabbeln danach. Weil du wirst noch behandelt wie jedes andere hier. Nur Valentina nicht. Die sich von selber Spielzeug anguckt. Ich will es nur mal sagen, ne? Kannst du Valentina, obwohl da lernst du gerade schön, ne? Du kannst ja trotzdem mal mit ihr Bauchzeit verbringen. Das kannst du ja trotzdem mal tun. Oh, Paddy kackt uns wieder in den Flur, ne? Hast du jetzt gegessen? Du musst nicht aufs Klo. Du hast nicht gegessen. Das finde ich nicht nett. Du solltest essen.
Warum ist der Klepper schon wieder depressiv? Ich weiß es nicht. Das sind meine gauligen Emo-Kräfte. Da gibt es keine geschlossenen Türen für mich. So, kannst du jetzt bitte aufessen, Jubi? Ja, Waffeln. Nicht nur angucken, davon wirst du nicht satt. Die hat Zuckerschock, ich kann nicht mehr. Komm, du sollst aufessen. Jawohl. Was machst du denn jetzt da mit dem Kind? Kannst du die mal bitte hier absetzen und dann Schlaflied spielen, Bruder Jakob? Let's go. Wenn du dich schon einmischen musst. Oh, ihm geht's aber ausgezeichnet. Wir können hier mal den Viehstall säubern, putzen, füttern, obwohl das können die Kinder machen. So, Viehstall säubern. Du gehst Lama Del Rey putzen und füttern. Du legst das Kind weg und dann gehst du Stall säubern. Und Futter verstreuen eigentlich. Das wäre noch mein Wunsch gewesen. Und Mutti kümmert sich dann hier um den Garten. Und das Kleinkind geht hier brabbeln. So hat jeder seine Aufgabe. Finde ich gut. War ein bisschen im Schlörkopf nur ein Bild bekommen, dass ich deinen Blach angeschrien habe. Ja, das hast du. Das hast du. Wieso kannst du jetzt nicht hier... Du sollst den Viehstall säubern. Sehr gut. Und dann kannst du den Garten pflegen. Du könntest hier zum Beispiel mal alles jäten. Und dann kannst du alles gießen. So, und ich gehe mal kurz meine Nase putzen. Wieso weinen wir? Ja, du sollst Heier machen. Don't scream, please. Und die anderen Kinder könnten ja in der Zeit mal ehrenamtlich tätig werden. Ab ins Altenheim. So, sehr gut. Sehr, sehr gut. Ich wollte so gerne meine Nase putzen. Es wird einfach nichts. Es wird nichts. Nein, du sollst sie nicht schlagen. Du sollst sprechen. Lynn ist auch gerne bei den kleinen Kindern, ne? Grüß deine Nase von mir. Dankeschön. Die rennt gerade weg. Aber hey, Grüße von Nico. Danke für deinen Lurk-Posi. Könnt noch mal Zutaten vorbereiten danach. Oh, Keksteig. Wir machen noch mal flüssigen Teig. Let's go. Jetzt ist sie aber sehr konzentriert. Das ist natürlich scheiße, nicht? Das ist richtig scheiße. Oh, aber ich muss so sehr meine Nase putzen. Sie läuft weg. Ich kann das nicht mehr. Bin ich das? Ja, du bist die schwarze Ziege hier. Und ihr tummelt euch immer bei den kleinsten Kindern. Ihr tut immer so, als würdet ihr keine Kinder mögen, ne? Aber in Wirklichkeit... In Wirklichkeit liebt ihr Kinder. Ist halt so. Ist so. Ich sehe mich da nicht. Nee, aber Marie, Cori und Lynn. Vicky geht gerade Richtung Schlafzimmer. Und fällt einfach um. Übrigens, Vicky, du bist alt geworden. Du bist jetzt ein Senior, eine Seniorziege. Paddy, geh aus dem Kinderzimmer raus. Das ist wirklich ein sehr kleiner Raum. Du schubst doch alles um mit deinem dicken Po. Paddy. Paddy. Das ist kein Raum für dich. Verstehst du das? Bei Gott. Kannst mal das Deck schrubben hier. Das Deck schrubben. Heute ist Regen wie ein Pirattag. Geh mal vom Meer träumen. Spiele 100 Stunden Sims 4. Digga, ich habe 3000 Stunden in dem Game. Spiel 100. Okay.
Okay, yay. Habe ich ein paar Mal. Gut, alles klar. Ich putze mal eben mein Näschen. Ich bin sofort wieder da. Einen Moment, bitte. So, nur noch das Septum wieder reinschieben und dann geht's. So. Wieder da. 100 Stunden für 100 Kinder. Stimmt. Das passt gut. Das passt sehr gut. Patty hat Angst vor Feuer. Das kann ich verstehen. Habe ich auch. Was willst du denn jetzt da bei dem Kind? Lass das schlafen. Apropos. Wie geht's denn Valentina? Oh, gut. Ihr geht's gut. Erschreckend gut. Sehr glücklich. Okay. Toll. 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 Ah nein, jetzt bist du kokett, ne? Oh, scheiße. Du sollst doch hier... Inspiration ankurbeln. Mach das mal. Sie hat Level 5. Alarm. Alarm. Fetu, mach älter. Septum Struggle. Es geht eigentlich echt schnell. Ich muss ja nur einmal so zack, da ist es draußen und dann einfach wieder so reinklicken. Ist ein Klicker. Sie hasst es, getragen zu werden. Du wirst gleich nie wieder getragen. Versprochen. Nice. So, dann werd mal älter. Jubi. Jubi, 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 Jubi. Da, 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 da. Sie ist unberechenbar. Da, 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 da. Und sie hat schwarze Haare. Sie hat eigentlich die Haarfarbe von ihrem Vater. Von Valentin. Alarm. Oh, ich glaube, die werden wieder richtig süß. Sie hat auch so eine Kerbe am Kinn wieder. Ich möchte aber ungerne, dass sie diese Frisur hat. Die Locken sind schön. Ist auch eine schöne Frisur. Das ist auch eine schöne Frisur. Ich glaube, die gebe ich ihr. Die steht ihr richtig gut. Sie hat oben an der Stirn eine Narbe und unten am Kinn eine Narbe. Warum, weiß ich nicht. Ich war es nicht. Und sie guckt sehr erstaunt. Aber der Valentin, der macht schöne Kinder, Vicky. Der kann das. Der macht echt schöne Kids. Die Elfenöhrchen, ja, weil sie ein Vampir ist. Der Valentin kann das. Tabi, Alter. 100 Stunden, 100 Kinder, der neue Hit von Marianne Rosenberg. Nico, warum? Oh Gott. Da sieht man die Öhrchen ausstehen, ja. Sie ist echt süß. Oh, wir haben jetzt wieder nur für die Nachtwäsche die Haare geändert. Aber die finden wir schnell wieder, das waren die. Sie ist so niedlich. Aber es ist krass, weil eigentlich hatte sie als Säugling braune Haare. Als Säugling war sie so.
Und das steht ihr auch richtig gut. Sollen wir wieder zurück zu dem Braun gehen oder sollen wir bei dem Schwarz bleiben? Gelb steht ihr auch richtig gut, ne? Mit den braunen Haaren jetzt vor allem. Braun. Schwarz. Braun. Kommt, ich lasse euch das entscheiden. Ich mach mal eben. Ich mache eine Poll. Ihr könnt das entscheiden. Welche Haarfarbe? Ich kümmere mich in der Zeit um die Klamotten. Schwarz oder braun? Wie sie sagt, als sie auf die Welt kam, als sie das erste Mal gealtert wurde, da hatte sie braune Haare. Deswegen frage ich jetzt. Sie sieht aus wie Belle, oder? Okay. Okay. So, ihr könnt abstimmen. Abstimmung ist offen. Braun liegt schon sehr weit vorne. Ich finde, gelb steht ihr sehr, sehr gut. Sieht wirklich aus wie Belle, ne? Lilla. Braun gibt es selten bei den Kindern, das stimmt. Sehr wenig braunhaarige. Okay. Rar. Es kam plötzlich. Auch ein Look at schöner the Mantel. kitty. Look at the kitty. Oh, das sieht auch süß aus. Ihr steht gelb richtig gut. Okay, braun. Es bleibt braun. I see. I see, I see. Es ist ja noch, also es ist Frühling aktuell. Ich würde ihr also noch einen Pullover lassen, aber den finde ich ja schlimm. Von vorne ist der so schön, ne? Wäre der hinten zu, würde den sofort nehmen. Gelbe oder blaue Kleidung? Ja, das machen wir. Hallöchen, Mama, wie geht's dir? Und hallo, Color Rain, wie geht's dir? War bei meiner Nachbarin tratschen? Ui. Was gab's denn zu tratschen? Gibt's was Neues? Ist auch süß. Ich mach mal eben Filter auf braun. Nee, gar nicht wahr. Blau. Und gelb. Verhindert der Stoff nicht mehr gereicht. Ach, schön. Ich würde ihr gerne, also warte mal, ich nehme mal blau noch mal raus, ganz kurz. Ja, so ein Pastellgelb hätte ich ihr gerne angezogen. Nicht so was knallig Gelbes, sondern so ein Pastellig. Und jeha, vielen Dank für deinen Follow. Willkommen im Katzenkörbchen. Schön, dass du dabei bist. Da ist so ein Effa-Pulli, ne? Der wäre eigentlich vollkommen ausreichend. Ich mag so Effe-Klamotten. So Uni. Wisst ihr? Unscheinbar. Da fühle ich mich zu Haus. Das ist jetzt mehr so beige, ne? Bisschen erkältet, aber geht schon. Naja, du gute Besserung. Trotz allem gute Besserung. Auch wenn es so geht. Der ist gelber. Der ist auf jeden Fall gelber als der davor. Ich weiß nicht, warum meine Nase gerade so krass zufällt. Es ist noch nicht mal die Nase per se. Es ist hier in den Nebenhöhlen alles. Aber ich war doch schon krank. Ich will nicht nochmal. Hallöchen, Jeho, wie geht's dir? Paar weiße Söckchen drauf. Dann. Next. Haben wir hier vielleicht ein gelbes Kleid? Es gibt doch hier. Nee. Oder? Nee. Gucken wir mal eben nach Yelp. Kommt das an das Bellkleid ran? Das kommt so ein bisschen an das Bellkleid ran, ne?
So ein bisschen. Warst du im Hausflur? Ja, ich habe tatsächlich heute die Tür aufgemacht. Ich habe tatsächlich heute kurz die Tür aufgemacht. Pullover sah aus, wie ich meine Geschenke einpacke. Von vorne schön, hinten wurde wahllos zusammengefügt. Ich habe ihr etwas gezeigt, was ich vor Jahren gehäkelt habe. Oh, schön. Und Hallöchen Simia, wie geht's dir? Und hallo Geschen, wie geht's dir? Ich konnte mich endlich dazu bewegen, etwas zu essen zu machen. Mir geht's also gut. Sehr schön. Sehr, sehr gut. Und ich hoffe, es schmeckt. Er erzählt, dass ich den Matrosen vom Shantycore gemacht habe. Daraufhin habe ich etwas erfahren. Dam, dam, dam. Ich will's wissen. Ich will's auch erfahren. Ich bin nicht neugierig, aber... Eine Belinda-Version. Achso, Kinder. Entschuldigung. Ding Dong. Hallo. Jetzt werde ich aber echt neugierig. Ich auch. Ich werde auch neugierig. Das kannst du nicht machen. Jetzt will ich das wissen. Gibt es diese Schuhe in Weiß? Sehr schön. Willi will es wissen, mal anders. Etwas aufgeregt auf die Horde. Heute ist ja Horde. Heute ist ja Horde. War das ab 18 Uhr? Fuck. Fuck. Ich hab's vergessen. Ich hab Horde vergessen. No. Tja, in einer halben Stunde ist der Stream vorbei. Horde ist von Gronkh. Die sitzen dann zusammen und machen hier Pen and Paper. Und das gucke ich immer. Und ich hab's vergessen. Aber ich darf doch Horde nicht verpassen. Aber ich kann doch nicht nach 2 Stunden schon ausmachen. Wir raiden nachher Gronkh, Leute. Im Leben nicht. Im Leben. Da pralle ich ab wie so eine kleine Eintagsfliege. Ja, aber Horde gucke ich immer. Shoutout an Gronkh. Das traue ich mich nicht. Der sieht das. Das ist... Nein, das ist mir peinlich. Das machen wir nicht. Nein, ich bin ein kleiner Pups. Ein kleiner Pups auf Twitch. Ich mache keinen Shoutout an Gronkh. Nein, ihr macht das auch nicht. Wenn jetzt ein Mod von euch das macht, dann kriegt ihr direkt den Mod-Status entzogen. Immediately. Das machen wir nicht. So. Will da mal was machen? Nein! Erich, kennst du mich noch? Meine Puppe hat auf deiner Schulter gesessen. Erich! Das, ich weiß gar nicht, ob der die Puppe überhaupt noch hat. Die, Mama und ich für ihn gehäkelt haben. Da genießt jetzt jemand hinter anonym zu sitzen. Oh, ist das unangenehm. Ich bin nicht mal nervös, weil er das sehen würde. Ich finde das einfach nur übel, unangenehm. Oh je, ist das unangenehm. Jetzt hat er auch mal nice Emotes. Wow. Ja, danke für das Geschenkshub an den Internet-Papa. Das ist sehr unangenehm. Das wäre wirklich nicht nötig gewesen. Wer es überhaupt wirklich mitbekommen, passiert bestimmt öfter hundertprozentig. Er wird sowieso wahrscheinlich gerade rumwuseln mit Horde und hast du dich gesehen. Das heißt, es wird jetzt sowieso Gott sei Dank wahrscheinlich untergehen. Aber, das ist trotzdem unangenehm, wenn er da plötzlich meine Emotes sieht und weiß überhaupt nicht, was das ist. Oh. Bin zu pleite, um es gewesen zu sein. Das fällt da gar nicht auf. Ja, okay, das stimmt schon, ja. Trotzdem.
unangenehm. Kann die jetzt mal aufhören mit ihrem Rar? Danke. Girl. Nee, ich fand das andere schöner. Das hier finde ich schöner. Hat deine Emote-Katze einen Namen? Wenn ja, pass auf sie auf. Meine Emote-Katze? Das sind Oscar und Theo. Oh, ein Geschenkser von Festi Olli. Lass mal vorbeischauen. Letzte Weihnacht, ich gab dir mein Herz, doch am nächsten Tag. Oh, was war das denn? Gabst du es weiter. Wo ist es jetzt hin? Dies Jahr nee. Bewahr ich mich vor Tränen und gebe es wem Besonderen. Sondren. Kennst du den Clip nicht von Twitch Clips Germany? Nee. Ich gucke kein Twitch Clips Germany mehr, weil ich bin immer noch sehr sauer auf Clippy. Ich bin richtig pissig auf den. Weil der einen Clip von mir so hart versaut hat beim Cutten, dass alle den scheiße fanden, den Clip. Und das nehme ich dem sehr übel, weil das war eigentlich ein sehr lustiger Clip und ein sehr, sehr guter Clip. Und er hat das nie gut gemacht, sondern einfach nur geschrieben, ja, war ja keine Absicht. Und dann fühlte ich mich ein bisschen verarscht. Vor allem sind, außerdem sind bei Twitch Clips Germany immer nur die gleichen Fratzen zu sehen. Vor allem Milchbaum. Und die hasse ich wie die Pest. Ich kann mir Milchbaum nicht angucken. Und die kommt mindestens 3 oder 4 Mal in diesen scheiß Videos vor. Und man sieht immer nur ihre Fresse alle 2 Sekunden. Und das mag ich nicht. Da kann ich mir auch einen Stream von Milchbaum angucken. Da brauche ich kein Twitch Clips Germany gucken. Wieso cuttet man denn einen Clip? Hm. Hatte dir geschrieben, oder warst du schon live wegen der interessanten Neuigkeit? Ach so. Will ich sogar in Festtagsstimmung kommen? Oh Mann. Du bist so cool für die. Oh, dankeschön. Es ist echt so, es kommen immer die gleichen. Ja. Ja. Erik hat eine Katze in einem Game erschossen, um zu gucken, was passiert, da die Katze die einzige war, mit die einen Namen hatte. Er hat was? Also, Erik. Ich bin schockiert. Er hat dazu schon mehrfach Stellung genommen. Nee, dann doch nicht dein. Nö, jetzt nicht mehr. Nö. Nö. Als ob er darauf angewiesen wäre. Ach, schön. Dann muss ich nachher mal gucken, Mama, was du mir geschrieben hast. Ich trinke, dankeschön. Dann verpasse ich heute den Anfang von Horde, aber das ist okay. Das ist IO. Eigentlich nicht, aber es ist schon okay. Tut gleichmäßig weh. Das ist eine schöne Jacke. I like. Wir haben uns schon viel zu lange aufgehalten jetzt hier. Hallöchen, Mello, wie geht's dir? So halb, ja, also meine Nase fängt gerade wieder an, aus unerfindlichen Gründen. Aber ansonsten geht's mir wieder gut. Dankeschön. Ich roar auch gleich. Aber Fesi, was wollte ich denn machen? Gerade einen Grönemeyer-Text bringen. Es tut gleichmäßig weh. Es ist wahr. Wieso bist du denn so wütend? Nur weil sie aufgewacht ist. Wach und wütend. Valentina ist wütend aufgewacht. Das bin ich heute Morgen auch. Alles cool. Super effiziente Säuglingspflege. Let's go. Ja, Feli. Ja, bitte. Nee, Valentina ist leider keine Vampirin.
Valentina ist ein ganz normales Mädchen.